Hallo und herzlich willkommen bei Metalworks TV. Wir sind heute in Thüringen bei Erik Löffel von der Firma Alulöffel. Was war dein größter Fehler beim Schweißen und was hast du daraus gelernt? Also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der größte Fehler ist, den man machen kann, nicht bestimmte Sachen auszuprobieren, indem man sich dann auch nicht weiterentwickelt. Deswegen sage ich immer, ich probiere es erstmal aus, was andere meistens immer schon kaputt oder tot reden, teste ich dann halt trotzdem. Und wenn ich mir halt nur die Zeit an die Backe schmiere, ich sage dann dem Kunden, pass auf, wir probieren es. Entweder es klappt oder es klappt nicht, dann habe ich mir nur Zeit an die Backe geschmiert und du hast vielleicht auch welche verschwendet. Aber jetzt so richtig falsch, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber mir fällt gerade nichts ein. Okay. Ich meine, es passiert immer mal was, dass vielleicht mal dann mal eine Schweißnaht mal wieder vielleicht auch mal kaputt geht oder so. Aber der größte Fehler, der mir, oder was heißt, was mal passiert ist, wenn man mal zum Beispiel für Simson oder so kürze ich und verlängere ich Ständer. Und da ist es halt so, dass man dann versucht, die Originaloptik wieder reinzubringen in das Bild halt vom Ständer. Und wenn man den halt zu sehr schleift, weil man bei Alu eigentlich die Schweißnähte nicht verschleift, kann es halt sein, dass er bricht. Und da musste ich dann halt für mich auch so ein bisschen den Mittelweg finden, dass es dem Kunden gefällt, dass er sagt, okay, die Originaloptik wird zu 80% beibehalten, aber trotzdem nicht zu viel Schweißnaht wegschleifen, weil dadurch kann es halt brechen. Das wäre jetzt vielleicht so ein Ding. Aber das ist halt, wie gesagt, so eine Entwicklung, die man dann halt, so ein Lernprozess einfach, die man mitnimmt. Okay. Ansonsten könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euer größter Fehler beim Schweißen war und was ihr daraus gelernt habt. Ja. Das würde mich jedenfalls mal interessieren. Eins haben wir noch vergessen. Wenn ihr nochmal ein Video mit Erik sehen wollt und ihr den jetzt interessant und nett fandet, dann lasst dem Video doch einen Daumen hoch da, dann wissen wir Bescheid und fragen nochmal an, ob du nochmal mit uns was drehst. Ja, gerne. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Oder deinen Kanal. Gibt's auch mehr gut. Zu